Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, in der super schönen Friedhofssimulation, in der man plötzlich auch Koch, Leichenbestatter, Gärtner, Handwerker, Kämpfer, ja, man ist halt irgendwie alles. Aber das ist auch das Coole an der Sache, das ist das, was so Spaß macht. Ja, ich würde unbedingt gerne mal wieder in den Keller gehen. Jetzt habe ich bloß geguckt wegen der Zeit. Das müsste aber eigentlich ganz gut passen. Rotwein heilt und gibt auf jeden Fall genug Energie. Ich denke aber, es wäre trotzdem angebracht zu sagen, dass man dennoch ein paar Heiltränke einpackt. Genau, die Ernteabfälle sollten eigentlich dann runter. Was ist das jetzt? Energiegeneration beim Schlafen. Okay, aber geschlafen haben wir jetzt ja tatsächlich. Dann können wir das auch hier lassen. Haha, das passt nicht rein. So, mal auf, wir nehmen den Kuchen mit runter. So, genau. Jetzt habe ich so viel Zeug dabei und das will ich eigentlich gerade gar nicht. Genau, also ich möchte dann vorher halt auf jeden Fall schon nochmal den einen oder anderen Buff machen. Der Schutztrank müsste hier eigentlich sein. Hallo Zombie. Oh, hier müssen wir mal so ein bisschen... Das ist eigentlich echt blöd, ne? Aber wir müssen vorher tatsächlich so ein bisschen arbeiten. Ach genau, die Holzscheite, die können wir dann auch noch machen. Die sind halt tatsächlich sehr fix, die Zombies. Ja. Ehe man sich versieht, ist das Lager voll. gut, vielleicht sollten wir dann einfach doch nochmal kurz schlafen gehen. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, das jetzt zu machen. Ja, definitiv. Wir müssen ja noch Kerzen und sowas herstellen. Vielleicht sollten wir das einfach nochmal machen und je nachdem, wie viel Zeit wir dann noch haben, entscheiden, ob wir nochmal eine Runde durch den Keller gehen. Weil ich denke, es wird auch langsam sehr viel schwieriger. Ach krass, wie viele Ernteabfälle wir haben, ne? Die machen wir da mal rüber. Okay, das ist tatsächlich noch leer. Die sind schon wieder fertig. Ja, stimmt, ich wollte eigentlich auch noch... Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Wir kümmern uns jetzt um den Wein. Dann um die ganzen Kerzen und Gedöns, ne? Und sobald wir das dann fertig haben, das heißt, am Weiblichtag, gehen wir halt nochmal in den Keller. Das ist also wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich denke nicht, dass wir jetzt so lange oder dass das so schnell geht. Aber Wein ist halt wirklich echt, es ist tatsächlich so extrem wichtig. So. Gut. Vielleicht können wir auch schon unseren ersten goldenen Biersamen säen. Mal gucken. So. Jetzt machen wir das da. Oh, die sind tatsächlich... Ach nee, das ist der Hopfen. Ich habe gerade... Hä, die sehen ja so, so... Die sehen noch nicht fertig aus. Warum sind die noch nicht fertig? Nee, aber alles gut. So. Ja, Energie ist halt schon wieder rum. Was? Okay. Dann schmeißen wir die jetzt erstmal alle da mit rein. Ach, ich habe noch 5 Spezialdünger. Okay. Oh, 27 Torf haben wir noch. Oh, das wird, glaube ich, tatsächlich... ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das überschreibe. Deswegen machen wir das erst so, dann so... Und dann machen wir hier... Nee, leider nicht. Ach, schade. Ach, Mist. Na gut. Das passt. Dann den Stern. Und dann den silbernen Hopfen. Hopfensamen. Okay. Ach, schade. Diesmal reicht es leider echt nicht wirklich für mehr aus, ne? Das heißt, wir müssen jetzt dann tatsächlich den Kupfernen nehmen. Okay, oh, man müsste vielleicht doch nochmal das ein oder andere Beet setzen, ne? Aber das wird dann halt irgendwann auch echt teuer. Naja. Jetzt setzen wir erstmal die goldenen Traubenkerne. Oh shit, ich habe nicht aufgepasst. Wieder mal. So, erstmal machen wir hier alles voll, was geht. Genau. Dann, wir können jetzt auch goldene Burger herstellen, ne? Das heißt auch, dass wir da in Deckfest wieder ein bisschen weiter vorankommen, weil hier oben für unseren Food Truck im Prinzip, ne, brauchen wir ja naja, dann nehmen wir einmal das und
über den. Brauchen wir ja eh. 15. Okay. Ja, tatsächlich brauchen wir doch eher noch ein bisschen. Also wenn wir das für uns haben wollen, den kupfernen Wein. Ich meine, wir können auch silbernen Wein nehmen. Irgendwann haben wir halt eh mehr als massig genug. So. Gut. Schee. Sehr gut. Jetzt dann... okay. Dann kommt das da rein. Dann fangen wir hier wieder an mit dem Pressen. Oh, schade. Tatsächlich. Ja, also ich glaube, es ist halt irgendwann einfach so, dass man sagt, es lohnt sich nicht mehr, kupfernen Wein herzustellen, weil man eigentlich gar nicht so viele Weintrauben hat. So. Naja, immerhin können wir wieder einen goldenen und einen silbernen herstellen. Supi. Sehr schön. Sehr gut. Okay, dann auf geht's. Und einmal Silber. Oh. Und hier können wir auch mal gucken. Ja, jetzt rechts für ein goldenes Bier. Voll schön. Das freut mich sehr, dass das so funktioniert hat. So, und dann... Da, genau, da habe ich es gelagert. Dann gehen wir jetzt rüber. Oh, ich habe gar nicht aufgepasst, ob jetzt gestern Abend noch die Leiche kam. Bestimmt, ne? Die verfault jetzt bestimmt wieder, ne? So vor sich hin. Da müssen wir mal gucken. Genau. Dann heißt es im Prinzip wieder alles herstellen für unsere Zeremonie. Und nebenbei noch gucken, wie man hier ganzen Heiltränke und sowas herstellt. Oh, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich, entweder kommt jetzt gleich noch eine Leiche. Okay. Na dann. Na dann, ne? So, dann gucken wir mal. Wir müssen mal schauen. So, ich glaube, weiße Farbe wird jetzt irgendwann dann halt tatsächlich echt schwierig, ne? Wiederherstellungsgesundheitslösung. Okay, da weiß ich aber nicht. Oh. Wir brauchen mehr Blut. Also müssen wir die blutigen Nägel doch, ne? Ich weiß gar nicht, kriegt man, wenn man die blutigen Nägel mitnimmt, kriegt man dann das Blut hinterher? Das muss ich nochmal schauen. Das weiß ich gerade nicht, aber cool wäre es eigentlich schon, ne? Ja, wir werden doch nochmal so... Ja, guck mal. Wenn man dann vom Teufel spricht, kommt das Eselchen daher, bringt eine Leiche. Reimen ist nicht schwer. Also eigentlich schon, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich das jetzt gerade wirklich gereimt hat oder nicht. Aber es klang auf jeden Fall sehr melodisch. Mhm. So, guten Tag. Du bist ja eigentlich eine ganz nette Leiche, ne? Plus einen roten Schädel. Das klingt doch gar nicht schlecht. Hehe, pass mal auf. Schädel, also laut Wikipedia... Müssten wir, ich bin mir jetzt, verdammt, ich hätte vorher zählen sollen. Okay, weiß ich nicht, bin ich mir jetzt nicht sicher. So, jetzt machen wir das Blut auf jeden Fall weg. So, jetzt haben wir auf jeden Fall so eine Dreierleiche. dann brauchen wir eine Silber- und eine Goldinjektion. Dann schmieren wir da die Silberinjektion hin. Die arbeitet jetzt und danach die Goldinjektion und dann haben wir doch eigentlich eine voll krass coole Leiche. Supi, voll schön. So, jetzt haben wir tatsächlich alles gemacht, außer Kerzen und Weihrauch. okay, dann müssen wir jetzt hier mal eben noch das Papier noch zu Ende machen und dann schauen wir gleich nochmal. So. Apropos, eigentlich hätte ich ja schon Interesse daran, die Kirche nochmal ein Stück weiter auszubauen, aber dafür brauchen wir so unendlich viele blaue Punkte. Wow. Ne, also hier so der Schrein und der Beichtstuhl 2 wären ja schon cool, aber 250 Punkte ist doch etwas, Naja, einfach ist anders, ne? So, wir haben tatsächlich nur noch ein Seil. Oh, wir haben kein Bienenwachs mehr. Jetzt ist halt die Frage.
haben wir keine weiße Farbe mehr. Okay, also dann müssen wir mal schnell schauen, ob wir weiße Farbe herstellen können. Oder ob uns da tatsächlich auch noch was fehlt. Da fehlt uns der weiße Staub. Okay, das heißt, wir müssten jetzt dann erst noch ein paar Knochen malen. Knochen. Da sind die Knochen. Ja, krass, ne? Also, echt übel, dass man ja doch die Leichen eigentlich gut ausnehmen müsste. Tatsächlich dann doch, oder was die ein oder andere sagen, okay, ich verzichte sie jetzt darauf einzugraben, sondern sie wirklich einfach komplett leer zu machen. So, weiße Farbe. Also einmal auf alle Fälle, ne? Und dann, ja, heben, ja, machen wir nochmal. Ich weiß gar nicht, dreimal, viermal. Der Kopf. So. Okay. Den Weihrauch müssten wir eigentlich noch haben. Und jetzt, ja, wäre schon die Überlegung, ne? Weil hier ist tatsächlich mit dem Bienenwachs schwierig, ne? Ist egal. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Ah, wir haben ja noch so viele Kerzen, alles klar. Was mache ich mir eigentlich so Gedanken, ne? Was mache ich mir eigentlich Gedanken? Den Kuchen können wir da reinschmeißen. Das Papier. Schädel. Blut. Weiße Farbe. Das Bruder haben wir jetzt noch dabei. Die Seile. Die können wir erstmal da alles machen. Das ist unser Gebet, müssen wir da mitnehmen. Genau, und jetzt gucke ich mal, ob wir... Haben wir Heiltränke schon herausgefunden, wie die funktionieren? Nee, tatsächlich nicht. Ich muss mal schnell gucken. Das ist immer das Blöde, weil dann die Musik aufhört. Ich weiß, und es tut mir voll leid und ich beeile mich. Warte, ich hab's gleich. Works. Heal Potion ist es, ne? Okay, ne, das kriegen wir hin. Pass auf. Warte, geht gleich weiter. Dum, 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 dum. So. Also wir könnten machen einmal Lebenspuder, von dem haben wir ja sowieso mehr als genug. Und Health Solution. Nee, das ist eigentlich die Gesundheitslösung und die haben wir tatsächlich nicht. So, jetzt. Die kriegen wir raus, wenn wir Karotten, Salat oder... oh je. Karotten, Schluck auf Gras oder Salat. Jetzt gucken wir doch mal, was wir irgendwie da haben. Ah ja, okay, wir haben tatsächlich noch. Das passt. Das ist in Ordnung. Davon brauchen wir sowieso ein bisschen was. Dann machen wir das doch auch gleich. Karottchen. Genau. Oh, die geben sogar 4. Krass. So. Jetzt wird er wahrscheinlich dann gleich losmeckern. Ich bin ja erschöpft. Ja. Und wie immer, oder wie eigentlich wirklich sehr oft, endet die Folge damit. Oh ne, wir haben noch mindestens 7 Minuten. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es tatsächlich dann wieder mal endet, nachdem wir eine Zeremonie gemacht haben. Aber alles gut. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit. So, das geht einmal. Und was habe ich jetzt gesagt? Das andere war dann tatsächlich... achso, da steht es. Health Puder. Oh, das haben wir, glaube ich. Doch, Health Puder haben wir. Die Auslösung habe ich eigentlich rausgemacht. Ne, warte mal. Ist das... genau, das Gesundheitspuder. Und die Chaoslösung. Aber die haben wir tatsächlich jetzt gerade aufgelöst. Oh ja. War klar. Na gut. Da muss ich dann nochmal gucken. Aber im Prinzip können wir jetzt da eine ganze Menge schon mal herstellen. Bin ich sehr zufrieden mit. So, jetzt bestücken wir unsere Kirche und machen unser Gebet.
Und irgendwann hoffe ich doch dann tatsächlich mal die Möglichkeit zu haben und zu sagen, dass wir uns ein goldenes Gebet herstellen können. Oh, das wäre ja so cool. Mir ist eingefallen, ich könnte mal hier die Leiche nochmal schnell machen. Wow, wie krass cool. Das ist eine schöne Leiche. Okay. Ja, doch, das ist, ich würde jetzt auch gerne eigentlich tatsächlich die nehmen, aber wir haben eigentlich genug. So. Oh, habe ich das letzte Mal die Dingsbums gar nicht leer gemacht, ne? Doch, habe ich. Keine Ahnung, was da jetzt. So, das dann noch, ne? Das dann noch. Boah, krass, cool. Und wenn wir jetzt dann noch irgendwann hier die, den Schrein verändern und auch noch den Beichtstuhl, na, das ist doch was. 89, das ist so unglaublich, ne? Cool. Ja. Dann können wir jetzt auf jeden Fall bald damit anfangen, ja, die Kirche nochmal abzugraden. Viel fehlt uns dafür tatsächlich nicht mehr. Mega gut. So viel Glauben. Voll schön. Freue ich mich drauf. Schön. Allmächtig. Guck dir das an. Guck dir 36. 38, glaube ich, waren es jetzt. Wow. Ja, dann tut es dann auch im Prinzip schon gar nicht mehr wirklich weh, wenn wir 38 haben wir gekriegt, ja, tut es auch gar nicht mehr weh, wenn wir die polierten Steine und sowas herstellen müssen. Das ist dann tatsächlich einfach egal. 112 Glauben. Cool. Ja, so ein paar goldene Geschichten wären tatsächlich echt cool, weil, ja, ne, wäre ja doch mal ganz angebracht. So, die Kerzen können wir hier wieder reinmachen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Den Wein haben wir dabei. Eigentlich bräuchten wir die gebratenen Pilze auch nicht. Allerdings müssen wir jetzt nochmal gucken, wenn ich jetzt diesen Wiederherstellungstrank machen möchte, nebenbei. Ich möchte natürlich auch den Heiltrank, ja, doch so ein bisschen was möchte ich schon haben, einfach zur Sicherheit. Genau, und dieser Wiederherstellungstrank ist, glaube ich, ganz cool. Und dann... So, jetzt sind wir dann aber auch langsam müde. Jetzt gucken wir mal. Der Schutztrank, da haben wir ja noch der Wiederherstellungstrank. Genau. Oh, da können wir tatsächlich sogar welche herstellen. Oh, toll, da freue ich mich. Sehr gut. Cool. Genau, es gibt noch irgendwie so einen Wuttrank oder ein Berserkertrank oder was. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die geben tatsächlich auch so ein Stück weit eher negative Beeinflussungen oder sowas. Da irgendwie verlierst du dann irgendwie Leben oder was bei einem Berserker. Das muss man dann nochmal gucken. Ey, wie krass, ne? 2, 4, 6, 8, 9. Boah. Mache ich jetzt einen Zombie draus oder buddel ich die ein? Boah, das weiß ich tatsächlich gerade nicht, ne? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Boah, vor allen Dingen, eigentlich wollten wir ja mal anfangen zu gucken wegen diesen ganzen Klebeinjektionen oder sowas, ne? Das ist ja auch noch nicht wirklich, meint ihr da die Laugen und sowas, oh, das machen wir dann halt irgendwie nochmal. Und jetzt bin ich so ein bisschen am Hadern, ne? Weil eigentlich wäre das eine richtig schöne Leiche zum Einbuddeln. Auf der anderen Seite würde ich mir durchaus noch ja, Hilfe im Steinbruch. Ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt die schlimmste Sache. Oh, können wir noch eine Leiche machen? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Haben wir noch eine? Ich meine, wenn wir jetzt keine Zombie-Dingsbums mehr haben, dann lohnt es sich. Also dann können wir tatsächlich nichts machen, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Nee, haben wir nicht. Okay. Nee, dann, wir haben ja noch mehr. Ne? Wir können ja noch weitere
Na, Zombies herstellen. Wir haben ja so ein bisschen Übung drinnen. Wir haben die Möglichkeit, wir haben genug Glauben. Das sollte eigentlich nicht schwer sein. Das heißt, wir buddeln sie jetzt doch tatsächlich ein. Genau. Gucken dann, dass die nächste gute Leiche, dass wir da ein bisschen besser vorbereitet sind, damit wir eben halt diese dann ja, einbuddeln können. Oh, Entschuldigung. Oh, je, je. Meine Schaufel ist kaputt. Nein! Achso, aber das geht trotzdem. Na, da habe ich ja Glück gehabt. So, du kriegst hier so eine Skulptur. Aber ich glaube, wir haben von dem Dinger nichts mehr. Genau, da muss man dann tatsächlich... Okay, naja, dann wissen wir ja schon mal Bescheid. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall schlafen. Und von der Zeit her sind wir super drinnen, ne? Das gefällt mir ganz gut von der Zeit her. Sehr schön. Kaum noch Energie, aber sehr zufrieden. Herrlich. Schön. So, hier ist nochmal... Das passt gar nicht mehr rauf. Dann könnten wir hier eigentlich... Ja. Reicht nicht mehr. Ach, schade. Okay, na gut. Hätte ja sein können. So, pass mal auf. Wir nehmen hier mal das ganze Wasser raus. Speichert ja bloß bis 500 und alle 10 Sekunden, glaube ich, oder was, gibt es halt Wasser. Eieieiei. Oh, also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal eine Kiste unten im Keller brauchen. Okay. Okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt kann ich dann trotzdem noch? Ja. Okay. Wir sind halt... Jetzt ist besser. Gut. Okay. Ich will es ja eigentlich auch gar nicht überstrapazieren. Ne? Das muss man dazu sagen. So. Können wir gleich nochmal irgendwas herstellen. Irgendwas Tolles. Schüssellinsen. Genau. Aber eigentlich... wir haben doch hier eigentlich auch so Sauerkraut-Zwiebelringe und sowas. Ne? Toast mit Zwiebeln. Bierdurst. Bier schmeckt jetzt viel besser. Ja, wir müssten dem Roma-Baron mal so eine silbernen Fischfilets geben. Der gibt uns nämlich nochmal Rezepte, die echt gut sind. So. Nö, eigentlich ist jetzt gerade nicht wirklich was dabei, wo ich sage, das hätte ich jetzt gerne. Ich meine, da könnte man ja eigentlich mal gucken. Aber das sind halt, der will halt goldene haben, ne? Die sind halt jetzt nicht so prickelnd. Also ich bin der Meinung, er wollte goldene haben, ne? Verkaufe, bringe dem Händler 5 Abendessen von höchster Qualität. Genau, ich weiß gar nicht, was man sonst mit so einem Ding machen kann. Wäre mal wieder, also wäre tatsächlich eine Überlegung wert, um das mal, ja, um das mal anzuschauen. So. Achso, die Kürbisse können wir auch benutzen. Warte mal, dann machen wir es doch tatsächlich so, dass wir die erst essen. Genau. Doch da lang. Genau. Und dann sage ich jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bleibt gesund, munter und bis dann. Ciao, ciao.